Ein Mann und eine Frau erlitten am Mittwoch bei einem Unfall auf der B190 bei Arendsee schwere Verletzungen. Die beiden Bulgaren prallten mit ihrem Opel Astra zwischen Binde und Kleden frontal gegen einen Straßenbaum. Warum das Auto nach rechts von der Straße abkam, konnte die Polizei vor Ort nicht sagen. Die Verunglückten wurden im Salzwiller Krankenhaus stationär behandelt. Die Unfallstelle war von 14:40 Uhr bis 16 Uhr halbseitig gesperrt.